Wir wechseln heute die Benzinpumpe. Die befindet sich bei fast jedem Fahrzeug hinter der Sitzbank. Einfach die Sitzbank weg. Sitzbank. Dann einfach noch Werkzeug holen, schon mal einen Eimer. Dann die Schrauben öffnen. Danach wird der Deckel mit Hilfe eines Schraubenziehers abgenommen. Darunter sitzt auch schon die Benzinpumpe. Die ist verschraubt, den muss man aufschlagen. Mit der Hand ist er nicht aufzukriegen, auf jeden Fall nicht so leicht. Da ist auch einiges an Staub dran. Das müsst ihr dann noch entfernen. Genau, einfach mit einem Gegenstand, in diesem Fall einen Schraubenzieher und einen Hammer, das aufschlagen. Dann den elektrischen Stecker lösen. Aufhören. Gut. Einfach alles auf die Seite hin. Und weiter aufschrauben. Dann die zwei Benzinleitungen, Vorlauf und Rücklauf. Einfach die Nase eindrücken und dann abziehen. Am besten nehmt ihr euch auch einen Schraubenzieher. Da drücke ich die Nase gerade ein, dann kann ich den abziehen. Sind schon etwas fest und auch staubig. Auf. Da Jetzt noch drücke den ich, dann geht es halt Staubsauger etwas benutzen. schwieriger. Genau, jetzt Staub mal entfernen. So, jetzt einfach reindrücken und die Leitungen abziehen. Ist ein bisschen eng auch. Aufpassen, dass ihr die Leitungen nicht abbricht oder irgendwie quetscht. Eventuell da schon einen Lappen hernehmen, weil ein bisschen Benzin rausläuft, wie ihr sehen könnt. Einfach weiter aufschrauben. Und dann Verschrauben runter. Das ist alles ziemlich sehr eng. Da auch wieder aufpassen auf diese zwei Leitungen. Die kann man fast nicht zur Seite drücken. Und die sind ziemlich starr. Ja, aber es funktioniert schon. Genau, wenn der Ring weg ist, dann kann man es hochziehen. Da hängt die Dichtung ein bisschen fest. Auch mit Gefühl, dass ja nicht überall im Raum das Benzin verschüttet, dann stinkt's. Einfach mit Gefühl. Genau. Dann unten ist der Tankgeber. Auf den aufpassen, den nicht verbiegen, weil sonst stimmt die Tankanzeige später nicht mehr. Jetzt ein bisschen das Benzin abtropfen lassen. Dann nehmen wir es gleich schon einmal, den schon mal parat stellen und auch lappen, dass ihr das gleich auffangen könnt. Dann draußen. Hier wird nicht die ganze Einheit gewechselt, sondern nur die Pumpe. Ich würde jetzt hier die vier Schrauben, wo das festgemacht ist, einfach gelöst. Da sieht man auch den Sensor für die Benzinanzeige, den Schwimmer. Da halt aufpassen, dass man den am besten nicht so oft berührt oder so, nicht, dass sich der verbiegt. Genau, dann mal einen Überblick verschaffen. Was muss weg? Was kann bleiben? Das ist einmal hier unten. Jetzt wird noch die Frage gewesen. Elektronik Und hier oben? umgekabelt. Stefan? Einf Ja. Also nix. Dann sind die elektrischen Verbindungen einfach wieder Plus und Minus dran klipsen. Genau, schwarz ist jetzt hier Masse, Okay, also gelb. Minus, und gelb war hier Plus. Dann wieder prüfen, wie es herankört.
Und dann gleich wieder befestigen mit diesen vier Schrauben. Jo, passt schon. Genau, die Schläuche drauf, die sind ein bisschen schwierig, aber mit Kraft geht das schon. Und die Schellen auch drüber und dann mit dem Jo. Spezialwerkzeug, oder wenn ihr das nicht habt. Ich Ja. habe einfach einen Seitenschneider benutzt, um das zusammen zu quetschen. Das geht hervorragend. Hier oben auch einfach drauf mit der Schelle wieder Zeig mal kurz auf der befestigen. Kamera, oder ist es dunkel? Genau, die zwei Ja, Schellen geht hier. gut. Dann können wir schon Okay. wieder Ja, das kann man auch einbauen. sehen. Erst mit Geht schon. dem Sensor hier, mit dem Schwimmer eintauchen. Dann ein bisschen die, das Elektrokabel und die zwei anderen Schläuche reindrücken. Unten hat er dann wieder Platz, wenn es komplett drin ist. Genau, eine neue Dichtung ist auch dabei. Dann wird ja alles in der Stecker noch drauf. Dann das Fahrzeug starten, oben noch offen lassen und prüfen, ob es auch wirklich dicht ist und dann einfach wieder Okay. zubauen und fertig ist es.